Servus und willkommen zu einer neuen Folge von GTA New Horizon. Ja, ich habe schön brav noch ein bisschen Stahl durchgemacht. Ich habe jetzt auch Alumite Dust sozusagen in meinem Inventar. Aber ich habe mir eigentlich gerade gedacht, das ist total nervig und vor allem da brauche ich noch 3000 Tanks dazu, bis mir das hier alles sauber machen können. Bis mir dann eingefallen ist, du hast doch den Mixer. Genau. Denn der Mixer ist ja super. Der Mixer kann nämlich schöne Sachen machen. Ich bin nämlich auch gerade dabei, Cerate Bricks herzustellen. Das heißt, wir werden jetzt erstmal die Schmelze noch ein wenig erweitern. So, du kommst schon mal dahin. Du bist ja noch an. So, einmal hätten wir schon erweitert. Wenn ich jetzt nochmal zwei kriege, können wir die ganze Schmelze richtig aufwerten. Genau. So, die zwei werde ich ja schon mal brauchen. Die anderen werde ich jetzt erstmal weglassen. Und da machen wir jetzt dann uns Tanks draus. Ich habe hier nur keinen Crafting Table, das heißt, wir gehen mal schnell rein. Diesbezüglich kann ich jetzt dann auch ein wenig mehr auf LV eingehen. Der ist auch wieder zerbrochen gerade. So, war das nicht so? Nein? Und zwar der Tank von der Schmelze. Gibt mittlerweile zu viele Tanks. Da ist er. Ah, okay. Das heißt, ich brauche da noch mal vier Blöcke. Bisschen, was haben wir noch? Wir kriegen gleich Dutzend billiger dazu. So. Und zwar durch dich gleich. So, und das heißt jetzt du, du und du. Ihr kommt mal weg und kommt dahin. So, Schmelze ist wieder on air. Und ich habe jetzt schon mal 9 Plätze. Kann schon mal das Alumite etwas da genauer reingehen. Aber wenn wir jetzt noch den Tank haben, dann haben wir auch schon hier die nächste Ebene. Ich weiß jetzt nicht, ob er dann auch die Tanks immer wieder richtig nimmt, aber ob er dann den nächsten auch nimmt. Aber das wollen wir alles sehen. Okay. Ich frage mich gerade, wo meine Eimer sind. Ich weiß es jetzt gerade, weil ich habe nämlich gerade gesehen, dass mir mein Kochofen langsam überquillt. Da haben wir noch einen Eimer drin. Da haben wir Eimer drin. So kann man natürlich auch die ganze Zeit das Zeug verbrennen. So, 7 Eimer. Jawohl. Denn wir möchten ja wohin in der heutigen Folge. So, als allererstes. Also, das ist. Wir gehen nochmal in die Questreihe rein. Aber wie gesagt, ich bin ja da wirklich jetzt beim letzten Mal vollkommen durchgeschossen. Also, wir haben uns erstmal normales Kabel gemacht. Kabel gibt es auch in den unterschiedlichen Stärken. Red Alloy ist ULV. Dann gibt es noch Tin Cable, das ist LV. Dann Kupferkabel ist MV. Gold wäre zum Beispiel HV. Das ist der erste Schritt. Dann gibt es Resistoren, das sind die ersten. Je besser das man dann ist, ne, wenn man zum Beispiel das dann im Circuit Assembler macht, na, dann kann man da halt mehr machen. Oder wenn man jetzt dann hier Kleber hat und bessere Rezepte hat, dann kann man halt mehr draus machen und und. Also das ist das Geniale bei GT. Du brauchst am Anfang ewig. Ewig und 3 Tage, bis du mal was kriegst. Aber wenn du dann dir was gebaut hast, dann geht's halt fixer. So, das heißt, wir nehmen jetzt erstmal
Nö. Ah, er hat noch nicht das Update gemacht. Okay, also, wir haben uns jetzt halt gebaut. Ein Kabel, Resistoren, Logic und ein Circuit Board, und das haben wir zu einem Circuit gebastelt. Dann haben wir uns einen Motor gebaut, einen Rotor gebaut, ein Casing gebaut. Das Casing haben wir dann zu einer Steam-Turbine gemacht. Das ist auch meiner Meinung nach die wo am einfachsten und die wo man auch am Anfang verwenden sollte. Was ich jetzt schon gesehen habe, viele verwenden die standardgemäß. Das heißt also, man geht hin und baut sich Solarboiler und sonst was irgendwo in die Landschaft. Und ich lasse mal den ein wenig laufen. Und stellt dann sich einfach eine Steam-Turbine hinter die Maschinen. Dass das halt schön funktioniert. So, wir gehen mal schnell rein. Ich brauche nämlich nur mal Sand. Und Gravel. Und jetzt sieht man gleich mal den Vergleich, wenn man einen Mixer hat. Also, ich brauche jetzt ein Clay. Okay, Clay Dust, Entschuldigung, geschenkt. Also, das wäre für uns billiger gewesen. Man kann aber nicht riechen, dass man in einem Sombiom erscheint. Dann, aber wir machen uns jetzt mal ins Rezept. Also, man braucht halt einmal Wasser. Man drauf braucht drei Gravel, man braucht drei Sand und zwei Clay Dust. Oh, das ist aber normalerweise Mortar, vier Clay. Ja, dann hast du einen. Das heißt, man braucht da richtig viel. So, jetzt, wenn mein Mixer reingeht, braucht man, ja, wobei, man braucht eigentlich fast dasselbe. Braucht sogar einen Eimer Wasser mehr. Sehe ich gerade. Könnte man auch. Könnte man dann doch mit der Hand machen. Aber nein. Ich finde es so in Ordnung. Und vor allem, ich muss mir keinen Kopf machen. Macht das Ding auch so. Ja, und der Steam wird nicht mal richtig verbraucht. So, ich brauche auf jeden Fall noch mehr Clay. So, die Grillen fangen das Zirpen an. Und ich habe es jetzt wirklich so mitgekriegt. Auf einmal wird es hier ganz schön rot, wenn du das ein bisschen übersiehst. Also muss, wie es aussieht, wirklich mit der View Distance was zu tun haben. Ich sage, habt ihr jetzt auf das gesetzt, was wir früher immer hatten? Das heißt eigentlich, wenn ich jetzt die View Distance nach oben setzen müsste, müsst ihr noch mehr spawnen oder weniger. Ja. So, also wir haben mal wieder 32. Warten wir noch, bis der dritte kommt. Jawohl, kann der noch zweimal laufen? Aber stopp, Drag, du hast was übersehen. Hier bekommst du vier. Du brauchst einen Eimer Wasser, drei, drei, zwei. Hier brauchst du auch drei, drei, zwei und zwei Wasser, aber bekommst acht. Das war der Unterschied. Man bekommt doppelt so viel raus. Das ist das Ganze, warum es sich lohnt, mit dem Ding zu arbeiten. Doch schön. Da haben wir es doch gesehen, dass es was bringt. So, dann heißt es jetzt, dieser Block muss weg. Dafür kommt jetzt der zweite Tank hin. Und wir hauen noch mehr rein.
Dann brauche ich jetzt noch mal. Brauche jetzt se noch 16 und hier auch 16. 16 habe ich gesagt. Es müssten, glaube ich, zwei jeweils jetzt drin sein. Genau, jetzt haben wir 18. Passt. Und momentan mache ich den Tank da oben einigermaßen leer. Und ich weiß, ich war gerade noch beim Erklären von LV. Kommt auch noch. Aber wir müssen den laufen lassen, weil wir möchten ja, dass es ja auch weitergeht. Komm, gib mir den. Danke. Aber wenn wir dann 32 haben. Sind wir ja auch schon weiter. Also, was ich als Neuerungen für mich jetzt entdeckt habe, ist genau das, was ich gerade mache. Und zwar, man hat ja hier dieses Fach für die Flüssigkeit. Das hat man ja früher über Umwege einfüllen müssen, soweit ich mich noch daran erinnern kann. Kann natürlich auch sein, dass das Trugschluss ist, aber ich war der Meinung, dass es früher nicht ging. Auf jeden Fall in der Version, wo wir waren. Also in der 2.3.0 haben wir ja, glaube ich, nie richtig gemacht. Wir waren bei 2.2.3 oder so. Das kann natürlich sein. Aber in der aktuellen, also da ging es halt einfach mal nicht. Oh, jetzt bekommen wir nochmal 8 dazu, dann haben wir 64. Das ist doch. Dann heißt es jetzt, wir haben jetzt genügend Blut. Dann gehen wir hier rein. Schmeißen das Ding da rein. Ich habe auch festgestellt. Dass man diese Blöcke eigentlich auch im Aloy-Smelter machen kann, aber, und da kommt jetzt wieder mein Aber dazu, macht für mich keinen Sinn. Ja, ich habe jetzt die halt einfach mal umgemünzt. So, und jetzt laufen mal halt drei Öfen mit jeweils 32 Stück. Und schon sind wir so eine Runde happy, ne? Einen. Komm. Den machen wir jetzt auch noch. Dann können wir den Rest hier rein feuern. Und wir hauen die nächsten neun rein. Auch mal ja. Gut, dann kommst du hier rein. Du kommst hier raus. Und dann kommst du. Dem. 1, 2, 3 und 1, 2, 3. Was ich halt nicht weiß, Zement, das macht ja dann eventuell Sinn. Ich geh mal schnell runter ans Ufer. Da habe ich ja meinen Table stehen. Den holen wir jetzt einmal. Ist so schön, ne, dass ich mir da überhaupt keinen Kopf mehr machen muss. Darunter zu hüppen. Erstens, wie komme ich rauf? Zweitens, breche ich mir das Bein? Egal. So. Dann nehmen wir mal alles mit. Ja, wobei, das könnte sein, dass das zu hoch ist.
Ja, wobei, da müsste ich drauf kommen. Genau. Das ist super. Supi-tupi. Und ab nach oben. So, jetzt müssten wir wieder genügend haben, dass der auch läuft. Und das ist halt jetzt gerade auch der Vorteil. Also wie gesagt, jetzt bin ich hier gerade schon weiter mit der Schmelze. Aber ich brauche eigentlich fast schon nichts mehr. So, aber wir brauchen jetzt aus dieser Abteilung, brauche ich jetzt, muss ich jetzt mal das ändern. Ich brauche nämlich dieses hier. Wir ändern zurück. Dann nehme ich mal das ganze Zeug hier raus und ich brauche jetzt ein bisschen Aluminium Brass. Haben wir. So. Und dann brauchen wir jetzt für die Toolforge. Ich hoffe, dass ich brauche noch ein Alumite Ingot. Das dürfte aber kein Problem sein. Ich müsste mehr drin haben. Wieso? Hast gedacht, nö, kriegst du nicht? Krieg ich schon. Glaub, du spinnst. So, jetzt haben wir das Ingot. Das Ingot lassen wir draußen. Müsste noch einen mehr drin haben. Da machen wir jetzt dann gleich einen Pickelkopf draus. Brauchen wir nämlich auch irgendwann. So, und jetzt haben wir noch 30 beziehungsweise gleich 36. Dann hätte ich gesagt, lassen wir mal laufen. So. Saumium Toolrod. Ich finde, das Saumium Toolrod bringt nichts. Wobei, ich glaube, Saumium macht einen Modifier. Das wäre der einzigste Grund gewesen, dass man das vielleicht macht. Aber halte ich jetzt auch für übertrieben. So. Das haben wir, das haben wir. Jetzt kriegen wollen wir das da haben. Und zwar, wir brauchen das nur zwei. Ich kann gleich zwei Stück machen. Ich brauche noch vier Blöcke of Iron. Ich gehe mal Zeug aufräumen. Habe ich wirklich? Ey, das ist fantastisch. Also ich habe viel zu viel gemacht, ist nicht fantastisch, aber Alumite kann man immer brauchen. Das heißt, ich könnte sogar überlegen, jetzt meine Picke sogar schon da drauf zu gehen. So, wir haben jetzt hier auf jeden Fall 9, 18, 36, davon bräuchte ich bitte. Das heißt, meine Stahlpicke. So, das geht mal raus. Habe ich aus Versehen noch. Ich habe Stahl einstecken. Ah, doch, ich habe die Tool ja da. Und zwar, du kommst hier rein. Oh, 98%. Egal. So, wir sind jetzt bei einer Durability von 360 bzw. 514 auf 707. In einer Abbaugeschwindigkeit von 37,9. So, das heißt, das Ding wird jetzt auch. So, davon haben wir zwei. Das heißt, das da muss ich jetzt auch rausnehmen. Du kommst da rein. Und du kommst da drauf. Dann kommt jetzt auf die Picke jetzt auch hier. Was habe ich momentan? Reinforced 3, Reinforced 4. Geschwindigkeit B.
bin ich der Meinung, ist jetzt ein bisschen übertrieben. So, dann legen wir uns mal schnell hin. Ich hätte immer gedacht, ich brauche 4 von den Platten. Anstatt der Blöcke. Hatte ich mich so getäuscht? Ich habe mich so getäuscht. Okay. Dann schmeißen wir mal dich rein. Dann den Pickaxe Head. Ja, aber trotzdem, ja, dann wäre es natürlich, dann hätte ich es natürlich vielleicht doch ein wenig eher machen können. Ist aber auch egal. Ist doch auch wurscht. So, ich brauche, da habe ich eine Kiste, wo ich jetzt momentan mal das Zeug ein wenig reinschmeißen kann. Oder auch nicht. Beziehungsweise mein Maserator ist gerade leer. Fällt mir gerade so auf. Wenn der Maserator leer ist, dann räume die Kiste leer. Die ganze Zeit schon machen können. Doch schön. Aber ist mir rechtzeitig noch eingefallen. So, und zwar für. Der ist schon leer. Der hat noch ein wenig was drin. Und zwar, wenn ich jetzt das gucke, ich weiß es jetzt nicht, wie teuer das ist. Vom Dampf her. Doch schon einigermaßen, aber man kann es halt auch machen. Zack. Bräuchte auf jeden Fall noch zwei. Gehen wir mal hier hin. Gehen wir noch mal innen rein. Und dann mache ich mir jetzt nämlich für die nächste Ebene gleich noch mal Tanks. Dann hoffen wir mal, dass es reicht. Da kommst du nämlich jetzt. Nein, genau. Du kommst da definitiv nicht hin. Also, dann kommst du nämlich hier hin. Und du kommst hier hin. Und was soll ich sagen? Doch wunderbar. Wir haben unsere Schmelze vergrößert. So, wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das heißt also, das wird irgendwann die komplette Größe sein von dem Ding. So, nochmal. 1, 2. Also, als allererstes Mal. Das da kommt weg. Oh, ist das nicht schön. Man kann raushüpfen. So, dann machen wir dich mal zu. Dann kommst du hier weg. Du kommst auch erstmal weg. Dann machen wir wieder viel zu viel. Wie immer. Du auch. Dann gehst du zu. Gut. Dann haben wir hier den Table. Dann kommst du weg. Dann kommst du weg. Du kommst erstmal hier hin. Und du kommst erstmal hier hin. Da kommen die Facet wieder ganz normal hin.
Und dann fehlt natürlich jetzt noch der da. Gut, dann haben wir schon mal das erledigt. Ich habe noch mal drei Blöcke. So, dann heißt es nämlich, du kommst dahin. Da kommst du dahin. Ich brauche definitiv noch mal mehr. Aber der eine Block, glaube ich, könnte mir jetzt. Nee, der reicht mir nicht. Ich brauche noch mehr. Ich brauche hier auf jeden Fall noch mal zwei. Aber man hat es gesehen, ist jetzt nicht gerade das teuerste. Aber ich kann den da definitiv wegschlagen. Die muss ich nochmal wegmachen, weil mir sonst nicht reicht. Hoffe ich zumindest. Jawohl, wir haben die Schmelze in einer neuen Dimension. Wir haben ja gelernt, wir brauchen 20 von den Steinchen. Deswegen habe ich jetzt auch nochmal ein wenig vergrößert. Die holen wir, die nehmen wir. Und es ist auch schön, ne? Wir kriegen sie auch auf einen Schwung rein. Tada! Also Schmelze werde ich immer wieder brauchen. So, das heißt, meine nächste Maschine ist jetzt dann der Wirecutter. So. Ja, großartig 11V erklären kann ich eigentlich erst, wenn ich auch die Kabel und so weiter habe, was wir auch tun. Wie gesagt, wenn ihr weitere Fragen habt zum 11V, dann schreibt sie mir rein. Dann kann ich mir das nämlich alles für diese Folge dann aufheben. Wie gesagt, das Schöne ist wirklich, was jetzt dazu gekommen ist, man kann hier. Ja, left click with a fluid container to fill empty the tank. Right click to proceed one item per click. Ja? Das ist halt das Schöne. So, jetzt haben wir dann auch vier Tanks. Mein Problem ist halt, dass ich mir halt an die Griffe verbrenne. Aber ich kann halt zum Beispiel mir jetzt noch einen fünften machen. Ja, dann rennst du mal nach unten, holst einen rauf, nimmst den nächsten mit. Beziehungsweise nein, die passen ja dann, glaube ich, auch in die Rucksäcke. Der verbrennt nicht. Wird immer besser, wenn das noch geht. So, wir müssen jetzt nur warten, bis der fertig ist. Ja, aber 2, 4, 6, also eine Richtung geht noch nach hinten und danach wächst das Ding nach oben. Also vier Tanks kommen auf jeden Fall in Brussei. Das heißt, wir haben dann irgendwann acht Tanks da. Das muss ich mir halt dann noch überlegen, wie ich das dann mache, dass die Tanks dann auch alle gefüllt werden und wir auch mal testen. Wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn jetzt der Tank. Nein, wir warten ab, bis die Steine durch sind. So. Wenn ich jetzt nämlich hingehe und ich hau jetzt diesen Block weg und ich hau jetzt diesen Block weg. Und ich mache dich jetzt so hin. Dann geht das leider nicht. Schade. Okay. Aber ich kann immer wieder mit dem Eimer nach unten füllen. Das ist dann kein Problem. Kann es halt leider nicht aus. Also es geht halt. Ja, ist ja gut. Aber der wird auf jeden Fall dann auch funktionieren. So, wir haben hier einen Block drin. Das heißt. Wir schmeißen hier rein. Dann kann ich auf jeden Fall schon mal hier hingehen und sagen, danke fürs Gespräch. Und den Pickaxe-Kopf tun wir hier mal rein. So, Aluminium Brass habe ich jetzt noch zwei Stück.
Das heißt, ich brauche auf jeden Fall noch mal eins. Muss ich mal gucken. Gibt es da eine Variante vom Mixer, wo ich mehr rauskriege? Da kriege ich vier raus. Ich glaube, wenn ich es ganz normal reinschmeiße, kriege ich auch vier raus. Wir gehen uns mal schnell zwei Kupfer holen. Und jetzt heißt dann auch für mich dann irgendwann wieder demnächst mal, wir müssen los und Material besorgen. Ich klicke immer am Tor, ich weiß nicht wie, warum. Fällt mir, glaube ich. So, das heißt, wir schmeißen dich mal rein, dass wir mehr rauskriegen. So, dann heißt es jetzt für mich in dem Part Builder. Sollte ich mir erstmal nochmal Papier holen? Hammer im Dutzend billiger. Machen wir gleich eine ganze Kolonie. Haben wir noch ein Blank Pattern. Denn wir brauchen auf jeden Fall einmal das in groß. Wir brauchen das in groß. Schwert habe ich. Genau. Okay, dann brauchen wir die Fifth Headern. Dann brauchen wir den Hammerkopf. Dann brauchen wir den Schaufelkopf. Dann brauchen wir die Breitaxt. Dann Bowlimp müssten wir haben. Crossbow. Crossbow Limp. Und welche habe ich denn von denen? 1, 2, 3. Ich habe White, Hand und Crossbar. Und ich glaube, auch den Crossbar. White. Dann habe ich den Hand nicht. Richtig? Genau, der Handguard, der hat noch gefehlt. Gut, dann schmeißen wir dich jetzt mal komplett darüber. So, dann heißt es jetzt nämlich da. Habe ich eigentlich auch den Rod? Den habe ich auch nicht. Den mache ich auch gleich mit. Ich war zwar der Meinung, dass ich ihn hatte, aber es kann sein, dass ich ihn auch weggeschmissen habe. Okay, dann heißt es jetzt, das ist tough. Das ist tough. Das ist jetzt die Schaufel, ist die Schaufel. Der Hammer ist die, das ist der. Der kommt jetzt noch dazu. Dann haben wir hier den Bowlimp. Habe ich den Arrow? Ja, den Arrow habe ich auch. Dann den haben wir nicht. Das Large Blade Pattern. Der fehlt noch. Dann muss ich sogar mit denen nochmal rüber. Dann habe ich hier nämlich mein Large und dann mein kleines Schwert. Dann haben wir hier alles Bewaffnung. Und du gehst dahin. So, haben wir jetzt wirklich alles. Die Schüssel, glaube ich, habe ich noch nicht. Und das Ding habe ich auch noch nicht. Also machen wir noch den und noch den. Okay, den habe ich dann doch schon gehabt. Wir freuen uns. So. Das heißt, wir gehen hier hin. Wir nehmen den Block, wir nehmen die Säge, wir schneiden ihn durch. Wir gehen hier rein. Wir gehen hier hin. Genau, meine Toolstation muss ich nämlich auch noch die Füße abschneiden.
Und ab jetzt haben wir, et voilà, eine Toolforge. Ich bin begeistert. Ich bin so richtig begeistert. Jetzt kommen da noch ein paar Sachen dazu. Man kann jetzt auch Schilder noch machen. Das weiß ich gar nicht, was das ist. Müssen wir auch mal testen. 20 Alumite habe ich noch drin. Und 8 Ingots sind jetzt noch dazugekommen. Jawohl. So. Dann, ha, schaut mal. Da ist nämlich die. Das Rod. Aber wie gesagt, Papier ist kein Problem. Was ich jetzt als allererstes haben will, ist auf jeden Fall die große Axt. So, und für die große Axt brauchen wir ein normales Schild, ein Tough, ein normales das, ein normales das. Gut, das heißt, wir müssen jetzt einmal den da bauen, wieder reinlegen. Dann brauchen wir das große X. Und dann brauchen wir den großen Tough Binding. Das sind schon mal jetzt die ersten drei. Dann kommst du jetzt auch dahin. Du bist unten. Dann brauchen wir das X und dann brauchen wir das da. So, machen wir jetzt nämlich dann auch so. Du kommst dahin. Du kommst dahin. Du kommst dahin. Dann haben wir schon mal den da. Dann haben wir schon mal dich. Dann haben wir schon mal die Axt. Okay. Da, da, da. Können das teilweise sogar wieder einschmelzen, fällt mir gerade so ein. Ach komm, mach den auch noch. Ist der weg? So, dann brauchen wir auf jeden Fall einmal den Hammerkopf. Einmal den Schaufelkopf. Dann wollen wir auch das kleine Schwert haben. Und was brauche ich noch? Was brauche ich noch? Ich habe doch hier. Da sind die großen Werkzeuge. Da ist der Bolt. So, wir haben jetzt. Nee, nicht 11V. Wir brauchen eher das Stone Age. Und zwar, wir wollen den Rapier haben. Dafür brauchen wir noch das Crossbar. Da kommst du hier rein. Kommst du hier raus. Und jetzt fürs normale Schwert brauche ich Weichen. Fürs normale Schwert, das ist der Rapier. Ja, das sieht man leider nicht. Ist der kleine? Ist der Handguard bestimmt. Perfekt. Ich merke gerade, ich verpulver gerade mein komplettes Alu. Aber ist mir egal. Ist mir gerade richtig egal. Wie gesagt, wir läden ein. Jetzt ich dir das am liebsten gleich alles bauen von Tinker. So, dann schmelz mir das ein und schmelz mir das ein. Vier Stück wird nämlich eine Herausforderung werden. Also, ich brauche auf jeden Fall. Aha. Swordblade haben wir schon. Gut zu wissen. Aber
Den da haben wir definitiv noch nicht. Dann machen wir den als erstes. Dann haben wir nämlich die eine Quest auch schon fast durch. Dann kommt jetzt noch der Hammerkopf. Der Schaufelkopf. Dann haben wir hier die ersten Guards. Komm, machen wir noch das Handguard. Wir das auch. So, kann ich denn mit dem Steinschwert was anfangen? Erstmal hier reinschmeißen. Egal. So. Dann heißt es jetzt, das Guard kommt raus. Dann brauche ich auf jeden Fall, will ich noch das Large Plate Pattern haben, dass ich mir das Ding auch noch machen kann. Dann wäre Arrow nicht schlecht. So, und jetzt gucken wir mal schnell nochmal bei Steam nach. Okay, das ist alles kein Problem. Den kann ich noch nicht machen. Dann hätte ich gesagt, legen wir uns schnell hin. Dann haben wir jetzt die nächsten 6 Ingots. Das ist sehr gut. Der große. Du kommst dahin. Dann kriege ich noch den Pfeil. Dann haben wir noch mal die nächste Waffe. Dann hätte ich gesagt, eine Sache fällt mir auf jeden Fall sofort noch ein, die wo man brauchen kann. Wenn ich sie sehe. Da ist sie. Meine Sichel. Dann haben wir das Ding nämlich auch noch. Okay. Das heißt, wir haben jetzt schon mal einiges beieinander. Was ja auf jeden Fall für mich erstmal Sinn ergibt, ist mal zu gucken, aus was man seine Sachen macht. Klar. Extruder, der ist auf dem Weg. Das heißt, ich werde auf jeden Fall meinen unteren Bereich aus Holz machen. Ich will ja eigentlich damit keine Erze abbauen. Jetzt muss ich mal gucken, ob das überhaupt geht. Ich habe ja ein Netherrack. Denn es kann sein, dass ich jetzt das total alles umsonst gemacht habe. Das ist alles schon mal gegossen, aber ich möchte die Lumber-Eggs haben. Und da machen wir den Kopf aus dem da. Wisst ihr was? Was hast denn du für eine Durability? 1,2. Passt. So, das heißt, ich habe dich schon mal. Ich habe dich schon mal. Dann haben wir das Tough Binding, auch 1,2. Du kommst dahin und jetzt brauchen wir noch die Platte. Dann haben wir das ganze Teil. Und dann ist es jetzt Drex. Lumber X of Hoops of Doom. So, das heißt, wir können dieses Teil mit Netherrack reparieren. Er hat Durability von 621. Kann besseres geben, reicht mir aber für die meisten Bäume hier. So, und jetzt schauen wir uns mal schnell noch den Hammer an. Dafür brauche ich 2 Platten. Ich will das jetzt einfach nur mal wissen.
Braucht dafür zwei Platten. Eins, zwei. Ein Kopf. Da. Okay. Den Kopf. Hammer. Head. Der Kopf geht nicht. Aber was soll ich sagen? Es ist ja egal, wenn der Kopf nicht geht. Haben wir für Eisen haben wir drin? Einen. Das heißt für mich, ich brauche jetzt bitte 16 Eisen. Alumite Large Plate. Will ich jetzt dafür? Schau jetzt gerade den Hammer an. Der Vanadium Steel, zweimal Alumite Large Plate. Dann hätten wir halt fast kein Alumite mehr. Aber wir haben ja noch genügend Zeug da. Egal, komm. Dann machen wir den Hammer schon mal so. Dass das passt. Das heißt, ich brauche dann da nur den Rod draus machen und Eisen reinschmeißen. So, danke. Und noch ein. Da kann ich jetzt dann erstmal die Schaufel draus machen. So, dann kommst du jetzt wieder da rein und der Hammerkopf kommt jetzt da drauf. Aus Flint hätte ich noch machen können. Fällt mir gerade so ein. Ja, wobei ich glaube, dass das hier nicht geht. Ja, den Schmelzvorgang kriegen wir auf jeden Fall hin. So, dann heißt es jetzt Platte, Platte, Toughrod. Wie gesagt, ist besser. Ja, wenn man sich das anschaut, die haben auch nur 1,1. Das Zeug hat 1,5 oder 1,2. Ich sehe schon, der ist wieder leer. Ich bin mir auf jeden Fall ziemlich sicher, dass ich als erstes eine andere Turbine baue, als die schätzungsweise drinsteht oder ihr vermutet. Weil ich möchte am Anfang Strom generieren mit dem Zeug. Und der Mixer, glaube ich, könnte mich genau auf diese Fährte bringen, dass ich das machen kann. Habe ich jetzt noch Stahl drin? Ja, 12 Stück. So, bist du fertig? Dann gießen wir dich mal aus. Dann haben wir jetzt den Eisenkopf und dasselbe machen wir mit der Schaufel. So, und dann bist du Drex Hammer of Doom. Ja, und der hat jetzt schon mal effektive Durability von 4.500. Und wie gesagt, der wird jetzt so eigentlich zur Basisausrottung verwendet. Bis ich einigermaßen da richtig Geschwindigkeit drauf habe. So, dann räumen wir den auf. Kommst dahin. Du kommst dahin. So, und was brauchen wir jetzt für die Schaufel? Einen davon. Einen Schaufelkopf haben wir auch. Dann hätte ich jetzt gesagt, wir machen wieder das Tough Binding. Bronze Tough Binding.
Dann schauen wir mal, ob wir Bronze haben. Drei Stück. Haben wir nicht? Habe ich nicht mal mehr Zinn? Das ist aber nicht mein Ernst, oder? Ach, da. Ja. Der freut sich, wenn er mal was tun darf. Kriegen wir was raus? Kriege ich eigentlich hier 4? Ich glaube, ich kriege da auch nicht mehr. So, wir hauen rein. Warum das jetzt so ist, dass das Tough Binding ich aus Bronze mache? Ich habe mir das auch nur von jemandem abgekupfert. Bin aber auch gerade dabei, mir da Tabellen aufzuschreiben. Ich habe schon gemerkt, also erstens, ich schaue mir ja auch LPs an, aber zum Beispiel diese Form, wie ich Chunks aufbaue, da bin ich selber irgendwann drauf gekommen. Also das heißt, jeder, der wo GT spielt und auch sich ein wenig mit den Chunks auseinandersetzt, der fängt irgendwann an, seine Basen so ähnlich zu bauen wie ich. Also das heißt, wir denken alle in eine ähnliche Richtung. Yay! Bin hier schon mal glücklich, dass das mehr so geht als mir. Und was man noch als Krankheit macht, man fängt an, sich Excel-Tabellen aufzuschreiben. Ich werde irgendwann, wenn ich die Tabelle für veröffentlichbar halte, werde ich mal die dann natürlich auch noch verlinken. So, dann heißt es jetzt, wir machen dich und dahin und dich dahin. So, Tough Binding Durability Modifier 1,25. Okay, also Drex Excavator of Doom. Ich werde mit diesem Werkzeug die Welt umgraben. Merke ich jetzt schon. Sehr gut. Das heißt, ich lasse jetzt mal das ganze Gras erstmal hier rumliegen. Wir gehen noch mal schnell rein. Ich gehe noch mal schnell schlafen. Denn wir haben auf jeden Fall noch drei Quests zum Abschließen. Und zwar, wir haben den Hammer. Wir haben die Axt. Und wir haben die Schaufel. Gut, dann haben wir das da auf jeden Fall auch noch. Dann haben wir jetzt davon 4 Stück. Ich merke jetzt, ich habe eine Hobby Steam Engine bekommen. Muss nämlich das Ding ganz schnell an die Wand hängen, dass ich gar nicht erst da drin sich was findet. Dass wir es nicht sehen. So, dann habe ich bekommen bisschen Tracks und ein Hühnchen. Jetzt auch schon mein zweites. Dann haben wir bekommen Strings und die Pizza. Und wir haben wieder bekommen nein, diesmal ein Schaf. Das ist jetzt schon das dritte. Und Hush-Puppies. Okay. Das heißt, wir haben schöne Sachen jetzt schon mal erhalten. Und jetzt geht's eigentlich dann richtig zur Sache hier. Ich schmeiße ich nochmal hier rein. Ein 61, ne, die tun wir gleich mal raus. Dann nehme ich jetzt mal schnell den Hammer. Wir drücken mal schnell F9 zweimal und einmal F7. Er ist noch langsam.
Er ist noch sehr langsam. So, wir nehmen die Fackeln mit an den Hammer. Aber ich habe gesagt, ich will ja nicht hier durchrushen. Denn wir brauchen ja, was wir müssen wir denn jetzt machen? Jetzt brauchen wir 4745. Ich weiß jetzt schon, dass mein Clay dann verläuft. Aber da ich momentan nicht viel habe, was mein Maserator da draußen zu tun hat, kann ich den dann auch gleich mal ein bisschen Clay durchlatschen lassen. Und ich schaue mal schnell noch auf die Uhr. Ich habe noch, ich mache momentan immer noch eine Stunde so. Für alle, die wohl schon gesagt haben, mach zwei Folgen lieber. Ja, Entschuldigung, mir macht es gerade so viel Spaß. Und ich weiß halt, ich hab halt momentan ein bisschen Zeit zum Aufnehmen. Dann mache ich lieber jetzt ein bisschen mehr. Und dann habt ihr auch immer regelmäßig Folgen. Genau. So, und durch die Speed-Aufnahmen habe ich festgestellt, ich muss aufpassen, dass mir meine Festplatte nicht immer vollläuft. Das ist auch total super. Klasse, hurra, hurra. Okay, so, dann heißt es jetzt für mich, wir brauchen, ich will nämlich noch definitiv die Dolly haben. Um für die Dolly brauchen wir erstmal die da. Das heißt, ich brauche jetzt zwei Ringe und ein Rod. Ich nehme gleich ein bisschen mehr raus. Ich brauche zwei Ringe. Und ein Rod. Genau. Also. Was wir haben. Gut. Dann heißt es jetzt für mich. Klicken. Fertig. Dann brauchen wir. Ja, nicht das. Rubber Round. Rubber Round machen wir den hier. Das heißt, ich brauche Rubber Bar. Habe ich bestimmt jetzt draußen liegen. Weil ich es kann. Habe ich den in die Kiste geschmissen? Jawohl. Machen erstmal nur ein. Weil dann macht es nämlich auch Sinn, was ich vorhabe mit dem Durchjagen von dem Zeug da. So, du kommst dahin. Jawohl. So. Und dann brauchen wir eine Stahlplatte. Und drei Rods. Die Stahlplatte haben wir hier. Und wir brauchen noch drei Stangen. Und jetzt müsste eigentlich unsere Dolly fertig sein. So. Und ich habe schon mal auf jeden Fall noch mal zwei Round Rubber übrig. Das heißt, da wird irgendwann noch eine zweite draus kommen. So, warum sage ich, das ist so wichtig? Denn wir wollen jetzt hingehen und sagen, die Dolly, nimmt mal bitte diese Kiste hier weg. Dann geht der Drag hin und holt sich hiervon sechs Stück. Hab ich? Nein, hab ich nicht. Ich bin gerade dabei, genügend Stahl herzustellen, dass ich die nächsten zwei Maschinen beim nächsten Mal dann hoffentlich auch angreifen kann.
Ich mache mir eine Stahlsäge. Ich bin ja nicht irre. Und tu mir das nochmal an. So, du kommst. Ups. Du kommst hier hin. Dann brauche ich den Hammer. Dann brauche ich die Feile. Säge. Sägenkopf. Keine Sticks übrig. Dann werde ich mit der alten Säge die letzten Sticks machen für die neue Säge. Hallo. Oder tschüss. Hallo. Jetzt stimmt's. So, jetzt brauche ich davon zwei. Brauche ich davon zwei. Dankeschön. Und dann heißt es. Ups. Mein letztes Flint, was da oben drin ist. Für die Kiste. Und dann ein Drawer. Und dann schauen wir mal, welcher ist denn der kleinere? Das ist momentan der hier. Und welche ist der größere? So, dann kommst du nämlich jetzt erstmal dahin. Du kommst weg. Du kommst da oben drauf. Du kommst hier drauf. So, und dann heißt, jetzt kann er mal der da bis da alles qualmt und dampft, mal durchmachen. Und da unten kriegen wir das Endprodukt raus. Weil wir werden jetzt genügend von dem Zeug kriegen. Genau. Jetzt wird's heißt für mir nur noch straight buddeln. Aber das mache ich offscreen, weil das ist jetzt nicht berauschend, einfach nur zu gucken, wie ich da geradeaus Chunk für Chunk jetzt rausklopf. Und dann können wir uns mal bei der nächsten Folge um die nächsten zwei Maschinen kümmern und eventuell auch mal hier um die Gänge und so weiter und so fort. Genau, das wollen wir nämlich tun. Dann, wenn ihr Fragen, Anregungen habt, wie immer unten in die Kommentare damit und wir sehen uns dann das nächste Mal. Bis dahin, ciao, ciao.